Gut, Shalom Aleichem, wir lernen heute über das Gebet Ashrei Yoishve Beisecho. Ashrei ist ein Gebet, die man sagt jeden Tag, ganzes Jahr, ganzes Leben. Jeden Tag dreimal. Zweimal bei Shacharit und einmal bei Mincha. Und steht sogar geschrieben, Rabbi Yossi hat gesagt, ich wünsche mir jeden Tag Hallel sagen. Hallel bedeutet Loblied zu Gott. Deshalb jeden Tag, wenn wir beten Shacharit, wir beginnen bei Kapitel in Tehilim 145 bis Ende von die Tehilim. Wie viele Kapitel hat die Tehilim? 150. Deshalb machen wir von 145 bis 150 und so beenden wir die letzten 5 Prakim von die Tehilim. Dann haben wir jeden Tag Hallel. Die Chachamim sagen im Brachot, wenn einer sagt jeden Tag dreimal Ashrei Tehillah le David, Muvtach lo, Muvtach bedeutet Garantie, Promise, versprochen, dass er kommt in Olam Abba. Also unglaublich, steht geschrieben, wenn einer sagt jeden Tag dreimal Tehillah le David, Muvtach lo, Shu ben Olam Abba. Warum gerade diese Kapitel ist so besonderes, dass gerade auf diese Kapitel steht geschrieben, wenn einer sagt das dreimal am Tag, kommt er in Olam Abba. Antwort Nummer 1, weil diese Kapitel wurde gemacht nach die 22 Alphabet. Also wir sehen Aleph, Beis, Gimel, Dalet, Hei, Wov, Zayin, Ches, Tes, alle Buchstaben. Also jeden Buchstabe kriegt. Das heißt, 22 Buchstaben, das ist die Maximum von den menschlichen Ausdrückemöglichkeiten. Und in dem, genauso wie am Freitagabend, der Mann will seine Frau loben, wie gut sie ist. Was kann er seine Frau sagen? Egal wie viele Komplimente sagst du, deine Frau ist nie genug. Weil man schwer alles zu beschreiben. Jetzt, wenn es ist schwer zu beschreiben, Komplimente für die Frau, die hat nur gekocht Fisch und Suppe und geputzt und gemacht ein paar schöne Sachen. Für Gott, der hat dir so viel gegeben, wie kannst du Hashem loben? Deshalb König David hat Hashem gelobt mit alle 22 Buchstaben. Und in dem Moment, wo alle 22 Buchstaben sind drinnen, es ist schon alles inklusiv. Das ist der Maximum von den menschlichen Möglichkeiten auszudrücken. Das ist Nummer 1. Zweitens, warum Tehillah le David ist so wichtig? Weil steht da geschrieben, mein Satz, Bechol Yoim Avorcheko. Was heißt Bechol Yoim Avorcheko? An jedem Tag will ich dich loben. Es gibt eine Diskussion, wenn jemand will die Tora zu geben, zu vermarkten. Und er bringt eine Komitee von Werbungleute. Sie sollen blättern in die Tora und suchen ein Logo. Was ist die wichtigste Logo in die Tora? So eine Diskussion gibt es in Talmud. Was ist der beste Spruch? Einer sagt, bester Spruch? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist sehr populär. Das kommt sehr gut an. Der andere sagt, nee, das ist ein bisschen übertreiben. Höre Israel, der Gott ist unser Gott, Gott ist einzig. Schma Israel. Kommt der Dritte und er sagt, ich glaube, die größte Logo in die Tora ist ein Lamm morgen und ein Lamm Nachmittag regelmäßig. Und alle fragen ihn, wo ist dran so? Sagt er, es ist unwichtig, was ist Logo, es ist wichtig, was nutzt du jeden Tag regelmäßig. Das, was du jeden Tag regelmäßig morgen und Abend nutzt, das ist sehr gut. Ich geb euch ein Beispiel. Sehr viele Leute nutzen Zahnpasta von dieser Firma. Warum? Weil sie diesen Zahnpasta, ich will nicht geben Werbung, aber es ist fast bekannt, dass die Leute nutzen diesen Zahnpasta, weil es ist gegeben morgen früh und Abend. Und weil es ist so bekannt, diese Zahnpasta, du brauchst nicht überlegen, du gehst zum Regal und du holst diesen Zahnpasta. Der zweite Grund, warum sagt man Ashrei, weil man braucht irgendeine Routine. Interessant, im Judentum, wenn man will, beschreiben, einer, der trainiert zum Torahlesen, der weiß Talmud auswendig, der ist ein Torahgelehrter, der sagt, man sagt, der tut das, der sagt das wie Ashrei. Also, wenn einer will lernen, etwas auswendig, und er kommt zu seiner Rebbe und er beginnt zu stottern, sagt der Rebbe, hallo, 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 ich will, dass du sagst diesen Satz, genauso wie du sagst Ashrei. Hat man einmal gefragt, der Chaim von Wolozhin, was ist der Unterschied zwischen ihm und seinem Rebbe, der Gaon von Vilna? Der Gaon von Vilna wusste die ganze Tora auswendig und er weiß auch die Tora auswendig. Denn wo ist der Unterschied? Sagt er, ja, yeah. Mein Rebbe konnte die Tora
vorwärts und rückwärts. Und ich kann die Torah nur vorwärts. Versuch zu machen, Aschrei rückwärts. Niemand schafft das. Aber alle schaffen, der zerbrecht dem Kopf. Du kannst. Aber in einem Monat macht der Aschrei rückwärts. Aber lass, ich brauche das nicht jetzt, ihn zu motivieren. Der sucht immer zu. Aber interessant, Aschrei ist immer vorne. Also das ist die zweite Idee, warum gerade Aschrei. Die dritte Sache und das Wichtigste, Menschen brauchen Parnassa. Parnassa spielt sozusagen im Judentum und überall die größte Rolle. Und kommt hier eine Pasuk. Und dieser Pasuk beschreibt die Wichtigkeit von Parnassa. Und wir sagen, Poteach et yadecha, öffne deine Hände und Gott gibt dir, ersättigt dir mit einer Nahrung. Wie heißt die menschliche Nahrung? Hör mal gut zu. Wille. Unglaublich. Alle Tiere kriegen von Gott bestimmten Möglichkeiten, wie sie ihr Essen bekommen. Der bekommt Tapfer, der bekommt Zähne, der bekommt Flügel, der bekommt... Und jeder bekommt genau seinen Ort, seine Möglichkeit, wie soll er seinen Raub bekommen. Was bekommt ein Mensch? Ein Mensch zuerst braucht eine Wille. Wenn er hat eine Wille, dann geht er arbeiten. Jetzt, wenn ein Mensch ist erfolgreich, was denkt er? Ein Mensch ist ein komischer Vogel. Wenn es geht ihm gut und es alles gelungen und er ist gestiegen hoch, wer ist dran schuldig? Ich. Und wenn der Mensch ist gefallen und er ist auf dem Boden und er ist zu krochen und es ist nicht gelungen, wer ist schuldig? Hashem. Kommt König David und er sagt, hallo, hallo, ich erkläre dir jetzt, wie es läuft. Auch das Gutes und auch das Schlechtes kommt von Hashem. Und woher wissen wir? Weil in diese 22 Buchstaben, die hier, eine Buchstabe fehlt. Nun. Die Buchstabe Nun ist nicht da. Gibt es alle Buchstaben? Aleph, Beis, Gimel, Dalet, Ei, Wov, Zayin, Ches, Tes, Yud, Kof, Lamed, Mem, Samech. Zwischen Mem und Samech fehlt dem Nun. Wenn du hast immer eine Frage über einen Text, sagen die Leute, die unterrichten Literatur, oder vorne oder hinten steckt die Geheimnis. Hier, eine Pasuk später, steht geschrieben, der Ewige stutzt alle Fallende. Interessant. Wie nennt man in Hebräisch Fallen? Nofel. Nofel. Wie nennt man ein totes Embryo? Nefel. Von diesem Wort Nefel hat man gemacht in anderen Sprachen Fellgeburt. Also vom Nefel hat man gemacht, von Nofel, etwas, was fehlt, macht man Fell. Was lachst du? Gefällt dir nicht die etymologisch? Das ist meine, das habe ich darüber gedacht. Wenn dir nicht gefällt, kannst du zurück, hast du eine Quittung für den Shiur, kein Problem. Kannst du den Shiur tauschen. Kann man auch in Shiur hören, Idee. Beim Idee muss man die Sache beschreiben, okay? Also die Idee vom Nefel heißt Fallen. Nach dem Plan, König David soll nicht in diese Welt kommen. Soll er in den Bauch von seiner Mama, Nazevet, schon fallen. Und ich will nicht jetzt reingehen in die ganze Geschichte von König David. In diese gewisse Zeit, der Vater von David, Yishai, hat mit der Mutter keinen Kontakt und manche haben gedacht, das ist ein fremdes Kind, weil David HaMelech war auch so Gingy, so Whisky-Gesicht, Haare. Rothaarige. Und in jedem Fall, als Adam in dem Plan von der Welt hat gesehen, dass König David wird sein, ein Fellgeburt, er hat gesagt, ich bin bereit zu verzichten 70 Jahre von meinem Leben und ich schenke meine 70 Jahre zum König David später. Also Adam sollte leben einen ganzen Tag, einen ganzen Saison, 1000 Jahre. Und zum Schluss hat er gelebt, 930, weil 70 Jahre hat er gegeben, König David. Jetzt, in dem Aschrei, unglaublich, von das Wort Tehillah, le David, bis Va'anachnu, gibt das 613 Buchstaben. Unglaublich. Genauso viele Buchstaben wie in die 10 Gebote. Das ist nicht, da sieht man, das ist keine Schriftsteller, das ist Prophezeiung. Sitzt Rebbe Elozar HaRokeach fast 1500 Jahre nach König David und sagt,
Diesen Mizmor ist so heilig, weil es enthält 613 Buchstaben. Darum immer bei den höchsten Momenten im Judentum, vor Musaf, vor Neile, vor Slichot, am Erev Rosh Hashanah, man beginnt Ashrei, Yoshveh Beise, und obwohl Ashrei gehört nicht überhaupt zu diesen Psalmen. Man nimmt drei Psukim und man fügt dazu von Kapitel 84, von Kapitel 144 und von einem Kapitel danach, und so baut man den ganzen Psalmen. Und da haben wir die Antwort von der Besonderheit von diesen Psalmen. Wir machen eine schnelle Zusammenfassung. Warum Ashrei so wichtig? Eins, weil es enthält alle 22 Buchstaben Gottes. Zwei, weil es steht geschrieben, Bechol Yoim Avorcheko. Jeden Tag, die Routine ist wichtig zu wissen. Jeder Mensch, der betet, sieht, dass nach ein paar Tagen du machst Kaddisch wie Ashrei. Stimmt? Also wenn man will beschreiben, dass jemand macht etwas gut, sagt man, er kann das wie Ashrei. Also das ist die zweite Sache von Bechol Yoim Avorcheko, die Routine. Und die dritte Sache, weil in Ashrei kommt die Bitte auf die Parnassa. Jetzt. Gibt eine Pasuk bei Ashrei, wenn jemand hat gesagt, diese Pasuk ohne Inbrunst. Heute habe ich gelernt, neues Wort. Inbrunst. Inbrunst bedeutet Patience, Konzentration, Feeling, Andacht. Alle Wörter, die ich suche schon jahrelang, für das Wort Kavanah habe ich heute gefunden. Auf Deutsch. Diesen Wort heißt Inbrunst und ich danke Madame Beatrice. Beatrice aus... sie ist nicht da jetzt. Aber sie ist da, weil sie hat die Idee heute gegeben. Also vielen Dank für diesen Wort. Ihr guckt auch in Google später, von wo kommt das. Es ist ein sehr altes Wort. Und die alten Schriften haben sehr viel genutzt, diesen Wort Inbrunst. In die Gebet von Ashrei, wenn man sagt, Poteach et Yadecha, und hat man nicht Inbrunst gehabt, muss man wiederholen. Weil alle anderen Sachen kannst du sagen wie Ashrei. Deshalb bei Poteach et Yadecha gibt es zwei Möglichkeiten. Bei Shacharit macht man langsam. Poteach et Yadecha. Ich mache das auf die rechte Hand, weil ich bin ein Linkshänder. Machen wir für alle. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. פותח את ידיך, the hand is open. Ich öffne mein Hand. Ja? Und Gott sättigt mir mit Wille. Wille bedeutet Geschmack. Wie sagen ältere Leute, wenn sie keine Lust zu leben? Ich will nicht mehr. Unglaublich. Sie sagen nicht, ich will sterben. Sie sagen, ich will nicht mehr. Ich habe sehr viele Gespräche mit älteren Leuten, wenn sie wollen das Löffel zurückgeben, sie sagen nicht, ich will nicht mehr leben. Sie sagen allgemein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr bedeutet, ich habe keine Kraft, noch etwas zu unternehmen. Und Hashem schenkt Menschen Wille. Und jeder Mensch weiß, dass die Wille ist der größte Erfolg, was es gibt in dieser Welt. Deshalb bei diesem Pasuk und die sephardische Jiden, wenn sie sagen, Poteach et Yadecha, sie öffnen ihre Hände, Poteach et Yadecha, und dann küssen sie. Normalerweise zwischen Netilat Yadayim und Bracha von Amotzi darf man nicht reden. Darf man nicht reden, stimmt? Man sagt nur eine Bracha, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Olam Amotzi Lechem Min Haaretz. Aber Asfardische Yid, der freut sich, dass er hat schon sein Brot in der Hand, beginnt er. Ene kol elecha yesaberu v'ata noten lehem et ochlam v'ito. פותח את ידך ומסביע לכולך רצון ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אז פרויט סיש לנג דס השם אתם גיגים דיבילה צו ארבייטן דס הרד שון דר ברוט אין זיין הרד מצן פינגרס גארבייטת ואינטריסנט אוך דס ברוט המוציא הת אוך צן די איינציגה ברכה די הצן ורטר ברוך אתו השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Also darum hält er das mit seinen, alle anderen Brachot haben wenig oder mehr. Er trinkt Wasser, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Olam, Shakol Nio Bidvore. Nein, okay. Also jede Bracha hat eine andere Ziffer. Aber Hamoizi ist die einzige Bracha, wo sie hat 10. Also wenn jemand will noch einen Weg, wie soll er zählen, Minyan soll er machen Hamoizi. Fein, bleib alle gesund.